Also ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zur Podiumsdiskussion über die Zukunft der europäischen Klima- und Energiepolitik. Mein Name ist Eva van der Rakt, ich leite das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Prag. Wir haben gestern von Herrn Moravcsik gelernt, wie wichtig es ist, mit positiven, mit guten Nachrichten zu beginnen. Und das Papier für ein Europa der erneuerbaren Energien beginnt mit einer solchen positiven Nachricht. Die heißt 100% erneuerbare Energien in Europa bis 2050 sind möglich. Weiter heißt es, Energieeinsparung, Energieeffizienz und erneuerbare Energien sind Strategien zur Stärkung der EU. Das Papier macht aber auch deutlich, dass wir noch einen sehr langen Weg vor uns haben. Trotz der enormen Potenziale in Bezug auf erneuerbare Energien, Effizienzsteigerungen und Einsparungen ist die Energieversorgung zwischen den EU-Mitgliedstaaten höchst umstritten. Es gibt innerhalb der EU auch sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, was Solidarität und Stärke in diesem Zusammenhang bedeuten und wie diese Begriffe mit Leben gefüllt werden können. Das nun vorliegende Papier diskutiert die Stärken und Schwächen der gegenwärtigen EU-Klima- und Energiepolitik. Es verdeutlicht den Mehrwert einer kohärenten, nachhaltigen EU-Klima- und Energiepolitik, befasst sich mit zukünftigen EU-Politiken nach innen und außen und geht auf Fallbeispiele ein. Wir möchten heute einige Kernthemen und Fragestellungen mit Ihnen gemeinsam diskutieren und ich freue mich sehr, die Referentinnen und Referenten an dieser Stelle begrüßen zu können. Wir haben zwei Mitglieder der Europäischen Klima- und Energiepolitik-Fachkommission hier, Frau Villagraser und Michaele Schreier. Frau Villagraser ist Senior Advisor bei der European Climate Foundation. Sie hat mich gebeten, darauf hinzuweisen, dass sie hier als Expertin spricht und nicht für die European Climate Foundation. Michaele Schreier war von 1999 bis 2004 Mitglied der Europäischen Kommission. Sie ist Vizepräsidentin der Europäischen Bewegung Deutschland. Links neben Michaele Schreier sitzt Herr Grzegorz Wiśniewski, er ist Vorstandsvorsitzender des Instituts für Erneuerbare Energien in Warschau und rechts neben Frau Villagraser, Herr Valentin Hollein, wissenschaftlicher Leiter der Europäischen Vereinigung für Erneuerbare Energien, Eurosolar. Herzlich willkommen an Sie alle. Frau Villagraser, Sie beginnen jetzt mit der Präsentation des Kommissionspapiers. Die Fragen sind dabei, vor welchen Herausforderungen stehen wir? Wofür brauchen wir im Energie- und Klimabereich dabei die EU und europäische Lösungen und wie könnten diese aussehen? Vielen Dank, Eva, für die Einführung. Oh, ich hau gerade das Mobiliar kaputt. Das ist kein Hinweis auf die Konfliktsituation in der Energiepolitik Europas, sondern meine Ungeschicklichkeit. Und ich möchte gleich anfangen mit der Herausforderung. Warum ist Klima- und Energiepolitik so wichtig? Wir haben es gestern gehört, wir hören es jeden Tag in den Medien. Europa ist in einer Wirtschafts- und Finanzkrise. Und diese geht einher mit der Klima-, Energie- und Ressourcenkrise. Die Antworten auf beide Krisen haben große Gemeinsamkeiten. Die Schnittmenge beinhaltet Sparanstrengungen, Kapitalabfluss vermeiden und zu Hause neue Arbeitsplätze und Technologien investieren. Der Klimawandel ist, ich glaube, unbestritten die größte globale menschliche Bedrohung. Ein Drittel der höheren Spezies sind vom Aussterben bedroht. Bei einer globalen Erwärmung von nur, in Anführungszeichen, 1,5 bis 2,5 Grad. Und das Bruttosozialprodukt würde bis 2050 etwa um 20% reduziert, wenn wir über diese Erwärmung hinausgehen. Dagegen ist die jetzige Krise Peanuts. Der Klimawandel und damit einhergehende Einsatz fossiler Energieträger hat jedoch auch weitere Negativkonsequenzen, gerade für Europa. Die Luftverschmutzung und die damit einhergehenden Gesundheitskosten, sicherheitspolitische Fragen, wir machen uns abhängig von Diktaturen
und menschenrechtsverletzenden Regimen. Wir führen Kriege im Namen von Öl. Und natürlich wirtschaftliche Folgen. Wir sind der weltweit größte Energieimporteur. Das geht mit hohen Kosten überein. Und wir unterliegen einer großen Unsicherheit wegen der Fluktuation der Ölpreise vor allem. Zusätzlich mit der Ressourcenknappheit, die in diesem Bereich kommt, werden die Preise weiter steigen. Die Wissenschaft ist sehr klar darüber, was es braucht. Die entwickelten Länder sollten 25-40% reduzieren ihre Emissionen bis 2020 und danach fast völlig verschwinden lassen, um die globale Erwärmung von 2 Grad nicht zu überschreiten. Die Kommission hat für Europa festgestellt, dass ein Ziel von 30% bis 2020 sogar profitabel wäre. Wir sind aber nur bei 22% Ziel bei Europa, also unter dem tiefsten Stand sogar dessen, was die Wissenschaft uns vorschreibt. Und doch hat Europa eine besondere Verantwortung, denn unser Wirtschaftswachstum ist aufgebaut auf einer enormen Energieintensität und einer enormen Menge von Treibhausgasemissionen, die uns kumuliert immer noch zu einem der größten, wenn nicht dem größten Emittenten der Welt machen. Währenddessen sind in Entwicklungsländern immer noch 1,4 Milliarden Menschen ohne Zugang zu Elektrizität und 2,7 Milliarden kochen mit altmodischen Biomassegeräten, die neben den Emissionen auch zusätzlich Probleme wie Gesundheitsprobleme und natürlich Waldzerstörung mit sich bringen. Wir brauchen also ein Europa, das eine nachhaltige Energiezukunft vorlebt, als Beispiel gerade auch für die großen Ökonomien wie China und Indien, die sich jetzt gerade extrem schnell entwickeln, und um die guten Technologien transferieren und exportieren zu können. Die Vision, die wir in unserem Papier so entwickelt haben, ist ein Europa, das bis 2050 völlig dekarbonisiert ist, mit 100% erneuerbare Energien im Energiesektor, das allen Bürgern sichere, leistbare Energie garantiert. Und das ist nur machbar, wenn es mit drastischen Energiesparungen einhergeht, gerade im Gebäude- und Transportbereich. Zudem brauchen wir einen effizienten, wettbewerbsfähigen, nachhaltigen Agrar- und Industriesektor und ein Europa, das in Stärke seine Klimaziele auch nach außen vertritt und international durchsetzt, das Solidarität lebt zwischen den reicheren und ärmeren Mitgliedstaaten, aber auch zwischen den sozialen Schichten und mit Entwicklungsländern. Das ist die Vision, die dieses Papier anstrebt. Was hat denn die EU bisher geleistet? Sind wir auf dem richtigen Weg? Wie erwähnt, wir haben 2008, 2009 ein Energiepaket angenommen, das sagt, wir sollen die Emissionen vom Stand von 1990 bis 2020 um 20% reduzieren, dass wir 20% Erneuerbare haben sollen und dass wir 20% Energieeinsparungen haben sollen. Die ersten beiden Ziele sind auf gutem Weg. Bei der Energieeffizienz versagen wir im Moment völlig. Wir erreichen bestenfalls mit den bisherigen Maßnahmen die Hälfte der angestrebten Ziele. Also da ist der Nachholbedarf ganz besonders stark. Für 2050, den Zeithorizont, den wir in unserem Paper angeschaut haben, haben wir auch bereits Ziele in der EU, eine 80-95%ige Reduktion. Aber wir haben bis jetzt noch keine Maßnahmen, die uns die Erreichung dieser Ziele garantieren würden. Was ist also der Mehrwert, wenn denn Europa zusammenarbeiten würde oder für mehr zusammenarbeiten würde in diesem Bereich? Der Mehrwert ist sehr groß. Gerade im Bereich Effizienz, wenn wir ein verbindliches 20%-Ziel hinkriegen, können wir bis 2020 etwa 2 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen. Die Frage ist also nicht, ob eine Bezwingung des Klimawechsels bezahlbar ist. Die Frage ist, können wir Europa aufschwingen lassen und aus der Krise führen, ohne vernünftige Klima- und Energiepolitik? Ich glaube nicht. Die EU steht auch für 500 Millionen Menschen. Wir haben also ein Gesetz der Masse. Die Standards, die Effizienzstandards, die wir hier setzen, haben eine enorme Auswirkung nicht nur innerhalb Europas, aber auch außerhalb Europas für die Länder, die zu unseren Ländern hin exportieren wollen. Gerade bei Autos und anderen Gütern wie Waschmaschinen, Kühlschränken hat das einen sehr, sehr großen Einfluss.
Die volle Nutzung der europäischen Diversität, Sonne im Süden, Wind im Norden, Biomasse im Osten, ist notwendig, damit wir einen hundertprozentigen Energiesektor haben können bis 2050 oder früher. Das bedeutet auch einen Netzausbau, damit wir richtig diese Energien innerhalb Europas verschieben können, da wo wir sie brauchen. Und wir brauchen eine gemeinsame Planung, damit wir sehen können, wo brauchen wir neue Netze, wo können wir es auch dezentral schaffen. Das kann ein Einzelstaat nicht leisten, kann auch nicht die Investitionen dafür stemmen, die notwendig sind. Denn die privaten Großinvestoren wollen Sicherheit haben, die haben keinen Bock auf verschiedene Gesetzgebungen in verschiedenen Ländern. Die wollen ein Regelwerk, dem sie folgen können. Im Transportwesen, das ist ganz klar, ein innereuropäisches, gutes Zugnetz, dass wir das immer noch nicht haben, ist doch eigentlich ein Witz. Flugverkehr kann man auch nicht national lösen, ist auch klar, muss mindestens Europa her. Ziele für Emissionsreduktion macht kein Land autonom. Das machen sie nur im Verbund mit Europa. Und selbst da ist es schwierig, wenn nicht global was läuft. Ohne die EU würde Frankreich noch nicht mal die schwachen Stresstests bei seinen Nuklearinstallationen machen, die wir jetzt gerade unternehmen. Nur der Druck von Europa kann da was bewegen. Andererseits kriegen wir die Kohle und die Atomenergie auch nicht weg, wenn wir nicht gemeinsam handeln, weil wir müssen Frankreich und Polen davon überzeugen, dass sie eine sichere Energieversorgung haben, ohne sich in allzu große Unkosten zu stürzen, wenn wir diese Arten von Energieträgern wegkriegen. Zentral wichtig ist zudem, wie erwähnt, die EU nicht nur als interner Akteur, sondern auch als externer Akteur. Gemeinsame Interessenvertretung gegenüber Drittstaaten, gerade den großen Wirtschaftsmächtigen wie China oder den USA, ist zentral. Eine UK allein, ein Frankreich allein, ein Deutschland allein schafft das nicht mehr. Die sind nicht mehr wichtig genug, so traurig es vielleicht ist, um tatsächlich was erreichen zu können gegenüber diesen Ländern, wenn sie nicht gemeinsam agieren, was auch mehr gemeinsames externes Auftreten erfordert. Das haben wir ganz klar gesehen in Kopenhagen, wo die EU nicht mit einer Stimme sprach und entsprechend nicht mal am Verhandlungstisch saß am Schluss. Im Gegensatz zu Cancun, wo die EU ziemlich viel erreicht hat, weil sie unter einer starken belgischen Führung, in dem Fall Präsidentschaft, wirklich zusammengearbeitet hat. Was haben wir denn jetzt geplant für den Zeitraum 2050? Was ist schon angeschoben in Europa? Wir haben einiges, gerade dieses Jahr ist sehr viel rausgekommen von der Europäischen Kommission. Wir haben eine neue 2050 Low Carbon, und ich sage das englische Wort extra, Low Carbon Economy Roadmap, die aufzeigen soll, wie die EU 2050 ihr 80-95%iges Klimaziel erreichen kann. Diese Roadmap ist ziemlich beschränkt, also sie ist nicht sehr ambitioniert und trotzdem wird sie von den Member States bis jetzt absolut boykottiert. Zu dieser übergreifenden Roadmap wurden zwei Unterroadmaps geschaffen. Eine im Bereich Transport, nicht allzu übel, aber auch noch ziemlich verbesserungsfähig. Die würde die Emissionen in diesem Sektor etwa um 60% reduzieren bis 2050. Und dann wurde jetzt gerade eine Energieroadmap im Draft geleakt sozusagen. Das heißt, die ist noch nicht öffentlich, die kommt erst im Dezember raus. Aber die meisten von uns, die sich mit diesen Themen abgeben, haben jetzt den ersten Entwurf gesehen. Und die schreibt noch nicht mal Ziele für 2030 vor. Das beste Szenario, was die Energy Roadmap enthält, ist eine 75%ige Versorgung mit Erneuerbaren bis zum Jahr 2050. Das ist natürlich weit zurückfallend unter den 100%, die nicht nur technisch machbar sind, sondern auch wirtschaftlich machbar sind. Also auch diese Roadmap muss ganz klar verstärkt werden. Meine Organisation bringt am 7.11. eine Studie raus, die ganz klar zeigt, wenn wir für 2030 nicht ein neues Energiepaket haben, dann werden die Investitionen, die jetzt angeschoben sind im Bereich Effizienz, Erneuerbare, nicht in dem Maße erfolgen, wie es notwendig wäre, um eben ein dekarbonisiertes Europa für 2050 zu erreichen. Im Effizienzbereich ist eine sehr wichtige Richtlinie gerade sehr heiß umstritten. Und wie Herr Trittin gestern schon erwähnt hat, unter dem Vorwand Subsidiarität wird dieser Vorschlag torpediert von Mitgliedstaaten, auch von Deutschland, weil er ihnen zu weit geht. Es hat mehrere andere momentane Ansätze in der EU, um Klimapolitik zu machen. Aber Zusammenfassung, es ist zu wenig ambitioniert und mit enormem Widerstand der Member States. Damit kriegen wir Europa nicht treibhausfrei. Wo müssen wir also ansetzen, um den 2050er Zeitrahmen in diesem Zeitrahmen tatsächlich einen 2 Grad oder weniger als 2 Grad Erwärmungspfad hinzukriegen?
Ziele, das ist das Wichtigste. Ziele, verbindliche Ziele für 2030, 2040, 2050. Das ist das Allerwichtigste. Eine Liberalisierung des Energiemarktes, wie im Moment angestrebt, kann nur erfolgen, wenn wir auch solche Ziele haben. Sonst erfolgt die Liberalisierung ohne einen Rahmen, der ihn in die richtige Richtung lenkt. Die gemeinsame interne und externe Energiepolitik muss endlich wirklich klimakompatibel und ressourcenschonend ausgerichtet werden. Intelligente und effiziente Netze sind eine der Grundvoraussetzungen in der Infrastruktur. Das Glöckchen hat geläutet, ich muss schneller sprechen. Risikotechnologien mit transnationalen Effekten dürfen nicht mehr einfach nur national bestimmt werden. Wir brauchen für den Nuklearanstieg ein Europa, das den Ländern, die solche Technologien immer noch benutzen wollen, vorschreiben kann, nee, dürft ihr nicht. Im Effizienzbereich der Stieftochter der sexy Erneuerbaren muss drastisch angeschoben werden mit Standards, vor allem im Gebäude- und Transportbereich, aber auch anderen neuen Maßnahmen. Die Transportpolitik muss verstärkt werden, damit wir einen Modal Shift kriegen, weg von der Straße, hin zur Schiene, weg aus der Luft, hin zum Schiff und zur Schiene. Die Industrie- und Forschungspolitik muss verstärkt werden im Industriebereich, der Emissionshandel muss verstärkt werden und neue, viel effizientere Produktionsprozesse durch gerechte Forschung und interessante Forschung vorangetrieben werden. Im Agrarbereich, die Biokraftstoffe dürfen nur sehr sorgfältig entwickelt werden. Die Landwirtschaft muss auf eine biologische umgestellt und der Fleischkonsum drastisch gesenkt werden. Als letzten wichtigen Punkt möchte ich die Finanzierung ansprechen. Fördermittel müssen umgeschichtet werden, weg von Kohle und Atom, hin zu Effizienz und Erneuerbaren. Statt Pipelines bauen, sollten wir zu Hause investieren und die Arbeit besteuern, nicht besteuern, sondern die externen Kosten internalisieren, zum Beispiel mit CO2-Steuern. Nur dann kann ein Markt wirklich fair und auf einem Level Playing Field operieren, sonst geht das nicht. Als Fazit: Wir brauchen mehr Europa für eine bessere Klima- und Energiepolitik, für die Umwelt und die Bürger, innerhalb der EU und auch nach außen. Die Welt schaut auf Europa. Schaffen wir einen Neuaufbruch aus der Krise? Ein Projekt Europa für eine nachhaltige Klima- und Energiepolitik ist nicht nur technisch möglich und wirtschaftlich leistbar. Es ist ein visionäres, sinngebendes Projekt für ein zurzeit sehr fragmentiertes Europa, ein Turboanschub, um uns aus der Krise zu katapultieren und ein langfristig nachhaltiges Europa zu schaffen. Und zwar nachhaltig in jedem Sinne, wirtschaftlich und umweltpolitisch gesehen. Solidarisch und stark für unser aller Zukunft. Uns eine Identität und Zusammenhalt gebend und ein Beispiel für andere Nationen der Welt. Danke. Vielen herzlichen Dank, Frau Villagrasa. Michaela, auch an dich nochmal die Frage: Was ist der Mehrwert der Europäischen Union im Energie- und Klimabereich? Ja, danke schön für die Einladung. Ich glaube, dass die Frage, wie soll die Zukunft der Europäischen Union aussehen, in der Tat sehr eng verbunden ist auch mit der Frage, wie gestalten wir unser Wirtschaftsleben, und zwar nicht nur im Sinne von der Finanzierung, sondern eben im Sinne der Nachhaltigkeit. Die Energieversorgung, man sagt es immer, ist sozusagen das Blut der Ökonomie und unseres gesellschaftlichen Lebens. Das hört sich was martialisch an, aber das bedeutet eben, die Frage der Sicherung der Energieversorgung ist für unsere Ökonomie und für unsere Art des Zulebens ganz zentral. Und hier ist es die Frage, kann man das besser als Nationalstaat sichern oder eben gemeinsam als Europäische Union? Und wir haben die klimapolitische Herausforderung, Dalia hat sie dargestellt. Die klimapolitische Herausforderung sagt, dass wir innerhalb von nur 4 Jahrzehnten, und das ist verflixt kurz, den ganzen Energiebereich CO2-frei bekommen müssen. Und das bedeutet Effizienz und erneuerbare Energien.
Und es ist auch eben eine Frage der Solidarität. Wir haben in dem Europäischen Vertrag ja in wenigen Kapiteln nur das Wort Solidarität explizit drinstehen, in dem neuen Kapitel über Energieversorgung, über Energiepolitik wird das Wort Solidarität genannt, dass die Europäische Union Energiepolitik machen soll im Hinblick auf bestimmte Ziele unter dem Gesichtspunkt der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten. Für die nationale Energiepolitik ist allerdings das Kriterium der Solidarität noch nicht festgeschrieben. Was ist der Mehrwert des gemeinsamen Handelns? Auch hier hat Dalia schon eine ganze Menge genannt. Die Tatsache, dass jetzt nach über 50 Jahren EWG-Vertrag oder EU-Vertrag endlich eine eigene Energiezuständigkeit der Europäischen Union zugeschrieben worden ist, das rührt ja aus der Erkenntnis heraus, dass es besser ist, gemeinsam zu handeln. Das hat sehr viel mit der klimapolitischen Diskussion zu tun, weil nun jedem damit klar geworden ist, dass die Frage, welche Energieträger genutzt werden, nicht mehr eine Sache sein kann, die nur national entschieden wird, sondern eben die berühmten externen Effekte hat. Die Frage, ob ein Land Kohle nutzt, betrifft nicht nur den Himmel über der Ruhr, sondern wir wissen, es ist eine globale Frage, also muss man gemeinsam handeln. Die Frage, wird Atomenergie genutzt? Auch hier wissen wir längst, wenn es zu einem Unfall kommt, ist es nicht mehr eine Sache, die nur die nationale Bevölkerung angeht. Also immer dann, wenn externe Effekte vorliegen und man entscheidet nur national, kommen suboptimale Ergebnisse zusammen. Das heißt, man muss die externen Effekte internalisieren. Dann ist es natürlich auch dieses, was Dalia auch angesprochen hat. Gemeinsam ist Europa ein anderer Nachfrage auf dem Weltenergiemarkt und wir sehen uns einer zunehmenden Konkurrenz gegenüber. Und zwar darf man das nicht nur thematisieren unter dem Gesichtspunkt, dass Europa dann stärker seine Nachfrage befriedigen kann, sondern als Nachfrager kann es eben auch andere Standards setzen, wenn man gemeinsam handelt. Der Mehrwert des gemeinsamen Handelns ist im Forschungsbereich ganz klar. Man schöpft aus einem größeren Wissenspotenzial. Fünftens ist auch zu nennen, dass natürlich ein Binnenmarkt mit Wettbewerb bessere Ergebnisse für die Verbraucher zeitigt. Und für die erneuerbaren Energien ist es ganz wesentlich, dass man gemeinsam zu besseren, effizienteren Ergebnissen kommen kann. Und hier möchte ich noch mal dran ansetzen. Wir haben eben die gute Nachricht, dass für die Frage, hat Europa eigentlich die Energiequellen genügend erneuerbare Energiequellen, um seinen Energiebedarf aus diesen Energiequellen zu decken, das ist die gute Nachricht, wir sind reich an Energiequellen. Und das muss man immer wieder sagen, weil manchmal ja noch sozusagen aus alter Zeit die Rede davon ist, Europa sei arm an Energiequellen. Das ist aber der Fokus auf fossile Energiequellen. Wenn man Erneuerbare anguckt, dann ist Europa sehr reich. Und zwar ist Europa deshalb so reich, weil die EU ein großes, natürliches, vielfältiges Potenzial hat. Wir haben große Küsten, wir haben die Alpenregionen mit großen Wasserreservoiren, wir haben verschiedene klimapolitische, meteorologische verschiedene Zonen, wir haben verschiedene Topografien, Geologien. Und aus dieser Vielfalt, aus der natürlichen Vielfalt, resultiert der Reichtum. Es hat jedes Land, jedes Mitgliedsland, hat natürlich auch eine ganze Menge eigene erneuerbare Energiepotenziale, aber um die Energieversorgung völlig umzustellen auf erneuerbare Energien, braucht man einen optimalen Mix von erneuerbaren Energiequellen. Es reicht eben nicht nur Wind zu haben, sondern man muss neben den fluktuierenden auch andere Energiequellen haben, die stetig verfügbar sind. Und das hat Europa zusammen. Und von daher ist es von Vorteil zu kooperieren, wenn man in diese Richtung 100
100% erneuerbare Energien gehen will. Der Vorteil besteht eben daraus, je größer man den Raum des Ausgleichs für fluktuierende Energieangebote macht, desto leichter ist der Ausgleich zu bewerkstelligen. Man kann komparative Kostenvorteile besser nutzen, wenn man sagt, aha, da ist dieses Angebot besonders günstig, das Windangebot oder das Solarangebot. Man kann saisonale und zeitliche Verbrauchsspitzen besser ausgleichen. Und der Bedarf an Speicherkapazität und Backup-Kapazitäten ist geringer, je größer man sozusagen den Versorgungsraum macht. So, und von daher geht es auch nicht darum zu sagen, nein, eine dezentrale Lösung brauchen wir nicht, wir brauchen nur eine zentrale Lösung, sondern wir müssen dazu kommen zu sagen, wie können wir das Optimum machen und quasi auch in der Energiepolitik in dem Ansatz des Mehrebenenansatzes denken. Was kann man lokal machen, was kann man regional machen, was kann man national machen, aber die nationalen Grenzen sind eben nicht gezogen entlang eines optimalen Mixes an erneuerbaren Energien. Die nationalen Grenzen sind entlang ganz anderer historischer Kriterien gezogen. Und so wie wir in der Umweltpolitik gelernt haben, dass man durch Kooperation zu besseren Ergebnissen kommt, so geht es auch darum, bei der Nutzung der erneuerbaren Energien gemeinsam zu handeln. Gibt es eigentlich neben diesen natürlich technischen Fragen, den Infrastruktur, den finanziellen Fragen noch weitere Restriktionen auf dem Weg hin zu 100% erneuerbaren Energien? Gibt es institutionelle Barrieren? Da müssen wir ja sagen, ja, und auch denen müssen wir uns widmen, nämlich die eine institutionelle Barriere, um auf 100% Erneuerbare zu gehen, ist der Euratom-Vertrag. Wir müssen uns damit beschäftigen. Sie wissen, seit 1957 haben wir den Euratom-Vertrag. Und da war übrigens die Frage, ob man besser national oder gemeinsam vorgeht, überhaupt nicht lange thematisiert, sondern in der Präambel, ich muss das mal vorlesen, in der Präambel wird der Überzeugung Ausdruck verliehen, dass nur ein gemeinsames Vorgehen Aussicht bietet, die Leistungen zu verwirklichen, die der schöpferischen Kraft ihrer Länder entsprechen. Also da ist man gemeinsam vorgegangen. Deshalb sind auch alle Mitgliedstaaten Mitglied der Europäischen Atomgemeinschaft. Hier brauchen wir eine Reform und das ist ein Thema auch für einen Konvent, der also nun wirklich zeitlich überfällig ist, um zu sagen, wir brauchen gemeinsame Sicherheitsstandards und die müssen ausgebaut werden, aber wir brauchen das nicht mehr, das ist wirklich antiquiert, dieses Bekenntnis zur Förderung der Atomenergie, also von daher Reform. Und das zweite institutionelle Hemmnis ist das, dass im europäischen Vertrag noch drin steht, dass jeder Mitgliedstaat selber über seinen Energiemix bestimmen kann und dass der Ausbau der erneuerbaren Energien davor Halt machen muss, wenn der Energiemix eines Landes signifikant betroffen ist. Das ist also eine Schutzklausel für Kohle, das ist eine Schutzklausel für Atomenergie. Und wenn wir da nicht rangehen, dann wird es auch im Jahre 2050 noch Länder geben, die sagen, nein, wir bestehen darauf, Kohle zu nutzen oder Atom zu nutzen. Also auch das ist etwas, wo wir uns widmen müssen, denn wir wissen es, die Frage Nutzung von Kohle oder Atom ist nicht etwas, was nur eine Bevölkerung in einem Nationalstaat angeht, sondern es ist ein europaweites, wenn nicht globales Problem. Ja, und von daher glaube ich, ist die gute Aufgabe, dass wir aus der Europäischen Union eine Gemeinschaft, eine europäische Gemeinschaft für erneuerbare Energien machen sollten, machen können. Und die gute Nachricht ist wirklich, wir können es. Und ich denke, das könnte ein großes Projekt sein für die Zukunft, ein sehr positives Projekt, diese Umwandlung der Europäischen Union zu einer Gemeinschaft für erneuerbare Energien. Vielen Dank, Michaele. An dieser Stelle eine Frage an Herrn Hollein. Wie können dezentrale und europäische Lösungen für erneuerbare Energien Ihrer Meinung nach in Einklang gebracht werden?
Also ich muss sagen, ich bin doch etwas im Widerspruch zu meinen beiden Vorrednerinnen. Gerade was dies angeht, der Wind weht nur da, die Sonne scheint nur dort, die Biomasse, die wächst nur da. Ich denke, wir haben in Deutschland gesehen, dass es gerade besonders wichtig ist, wenn man am Anfang steht, dezentral zu starten und dann modular sozusagen zu verfahren, von unten nach oben etwas aufzubauen, und zwar also nicht quasi bottom-up und nicht top-down. Weil ich denke, gerade dieses, dass man sagt, wir brauchen ein europäisches Supergrid erstmal und dann müssen wir, weiß ich nicht, an der Nordseeküste und irgendwo in der Biskaya den Wind aktivieren, die Sonne und Südspanien und Italien, das ist der völlig falsche Weg. Das ist ein Weg, der führt zu weniger erneuerbaren Energien, der führt zu Stillstand. Er schafft künstlich ein Henne-Ei-Problem, das wir gar nicht haben erstmal. Und er führt vor allem dazu, dass genau die Akteure, die heute bremsen, dass die weiter am Zug sind. Das haben wir in den letzten 20 Jahren in Deutschland gesehen, dass wir es mit Akteuren zu tun haben, die können sich so grün waschen, wie sie es wollen. Sie möchten doch ihre Geschäftsmodelle erhalten. Und was für Deutschland gilt, das gilt insbesondere für den Rest der Europäischen Union. Das gilt gerade für Frankreich, wo wir einen großen, starken Energieversorger haben, EDF. Das gilt für Länder wie Tschechien, die auch sehr stark monopolistisch dominiert sind. Und es gilt für eine Europäische Union, wo wir eigentlich als Deutschland mit ein paar wenigen anderen Staaten herausstechen als Vorreiter. Und wenn ich in einem Boot sitze mit mehr als der Hälfte, die in die falsche Richtung rudert, dann rudere ich besser alleine im eigenen Boot, möchte ich mal so als Metapher sagen. Weil dann macht es mehr Sinn, voranzugehen, selber dezentral auszubauen, mit übrigens vertretbaren Kosten und dann sozusagen so die Ideen viral zu verbreiten und nicht im Gleichklang. Weil gerade auf der Europäischen Union, gerade bei Klimakonferenzen haben wir gesehen, dass Integration und Gleichklang oft bedeuten, dass man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt, dass man in Trippelschritten vorangeht. Und ich denke doch, wir sollten uns auf Beschleunigung einlassen im Bereich der Erneuerbaren. Wir haben es in Deutschland geschafft, innerhalb von nur 10 Jahren mit dem EEG von nur 4% auf jetzt 20% zu kommen. Wir sind kurz vor diesem archimedischen Punkt, wo das alte System aus den Fugen heben können, wo wir die Kohlekraftwerke unrentabel machen, wo wir die Grundlastkraftwerke aus dem Markt hinausdrängen. Und wenn Sie jetzt sagen, jetzt müssen wir alles gemeinsam machen, jetzt brauchen wir einen gemeinsamen Förderrahmen, jetzt müssen wir alles abstimmen, dann geht diese ganze Beschleunigung verloren. Und das halte ich für falsch. Das Pflänzchen der Erneuerbaren, das ist noch so schwach in Europa, dass man es nicht in die Hände derjenigen Leute legen sollte, die ja gar nicht gewogen sind der erneuerbaren Energie. Unser Energiekommissar Herr Oettinger, ja, ist ja auch ein großer Vertreter der großen Netze, aber nicht, weil er ein Freund der Erneuerbaren ist, sondern weil er auf die Bremse treten möchte. Weil genau man eben dann sagen kann, jetzt müssen wir erstmal hier mit irgendwie 10, 15 Staaten große Netze vereinbaren und ausbauen und Pläne machen und dann Allokationspläne machen, wo was hinkommt. Und dann kommen wir zu einem Stillstand. Und dann kann man nämlich wieder sagen, dann brauchen wir doch Kohle mit CCS, dann brauchen wir doch weiter Atomkraftwerke. Das klappt ja alles gar nicht so schnell, wie wir es gedacht haben. Und deswegen ist wichtig, dass wir sagen, Subsidiarität ist etwas Wichtiges, hat eine eigene Qualität und die sollten wir nicht aufgeben. Wenn ich mit anderen zusammen etwas tue und ich merke, dass ich schneller vorangehen möchte, ja, und ich merke, dass die Menschen in meinem Land schneller vorangehen möchten, dann darf ich das nicht aus der Hand geben. Wenn das einmal weg ist, dann ist das vorbei. Dann werden sie es nicht mehr schaffen, die Erneuerbaren zu beschleunigen, weil dann genau diejenigen Akteure, die heute bremsen, wieder am Ruder sitzen. Und deswegen halte ich auch die Frage, optimaler Mix, zentral, dezentral, wie am Papier auch auftaucht, für falsch. Damit wird etwas Fundamentales sozusagen überstrichen oder zugedeckt, was ein Widerspruch ist. Wenn ich zentrale Strukturen baue, dann habe ich die gleichen Akteure wie vorher. Und dann gibt es keinen optimalen Mix zentral, dezentral. Weil ich baue keinen Supergrid, wenn hinterher alles dezentral passiert. Kein Netzversorger wie Elia oder wie auch immer oder Amprion hat ein Interesse daran, ein großes Netz zu bauen, wenn hinterher doch alles dezentral passiert. Ja, das heißt im Grunde, dass dann darauf gedrungen werden muss, dass dezentral ausgebremst wird. Weil das könnte ja die Investition in dieses Supergrid gefährden. Und ich muss sagen, wenn es heißt hier, wir können nur 100% gemeinsam schaffen, es gibt glaube ich 6 oder 7 Studien inzwischen für Deutschland, die alle sagen, wir schaffen 100% hier vor Ort in Deutschland. Es gibt eine Studie in Frankreich von Sortir du Nucléaire, die sagt, wir schaffen bis 2030 einen Atomausstieg in Frankreich. Ja. Und das heißt, wir müssen nicht den Wind
aus der Biscaya herantransportieren, sondern wir müssen erstmal jetzt modular dezentral beschleunigen. Und das Kapital dafür ist auch da. Die deutschen Bürger, und es waren vor allem die Bürger, haben in den letzten 10 Jahren 100 Milliarden Euro investiert, was auch zeigt, dass dezentral nicht klein-klein bedeutet. Dezentral heißt nur eine breite, umfassende Aktivierung. Das heißt eben, dass man wirklich einen Mix aktiviert vor Ort. Wind, Sonne, Biomasse, Wasserkraft, auch Speicher. Ja, und ich verwehre mich dagegen, dass auch hier gesagt wird, es gibt nur die Wasserkraft in Alpen und in Norwegen als Speicher. Es gibt eine breite Alternative. Erneuerbare vernetzen, verschalten, virtuellen Kraftwerken, da sind wir schon viel weiter, als viele annehmen. Und deswegen würde ich sagen, wir brauchen da keinen Top-Down-Ansatz, sondern wir lassen es von unten zusammenwachsen. Wir lassen diejenigen Akteure vorangehen, ja, dass sie zeigen können, was sie heute schon schaffen, was sie drauf haben, was bezahlbar ist, was machbar ist. Eines der schönsten Beispiele, finde ich, ist in Nordamerika, ist die Provinz Ontario in Kanada. Ontario ist ein Bundesstaat innerhalb von Kanada, ist der einzige Bundesstaat, der ein EEG besitzt, nach deutschem Vorbild. Das jetzt auch wieder bestätigt worden ist vor 2 Tagen bei der Bundesstaatswahl. Und die damit sehr gute Erfahrungen gemacht haben, dass sie Vorreiter sind. Und das hat Ausstrahlwirkung auf ganz Nordamerika, hat Ausstrahlwirkung auf andere Bundesstaaten, auch in den USA. Und auch dort gibt es wieder einige wenige Vorreiter, wie zum Beispiel Kalifornien, der einzige Staat auf der Welt, der eine Förderregelung hat, die funktioniert für Energiespeicher, für virtuelle Kraftwerke. Das heißt, es macht durchaus Sinn, wenn man sich Kompetenzen erhält, und es kann insgesamt ja, im Ergebnis zielführender sein, wenn man Ziele Einzelstaaten überlässt, als wenn man gemeinsam vorangeht. Vor allem, wenn klar ist, dass gemeinsam langsamer bedeutet. Ja. Vielen Dank. Ich merke schon, das Bedürfnis zu reagieren ist groß, aber jetzt möchte ich doch zuerst Herrn Wiśniewski das Wort geben. Polen hat zurzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne, Herr Wiśniewski, und es ist bekannt, dass Polen nicht wirklich zu den Zugpferden einer ambitionierten, nachhaltigen EU-Klima- und Energiepolitik gehört. Die Kohleindustrie wurde in Polen jahrzehntelang hochsubventioniert. Noch heute werden über 90% der Elektrizität aus Kohle gewonnen. Polen steht also vor der Herausforderung, den Energiesektor zu modernisieren, setzt aber leider nicht auf den Ausbau zukunftsfähiger Technologien, sondern plant auch nach dem Super-GAU in Fukushima den Einstieg in die Atomkraft. Meine Frage an Sie, welche europäische Politik wäre hilfreich oder auch notwendig, um zu einem Ausbau der erneuerbaren Energien in Polen und ich würde sagen, da kann man auch für ganz Mittelosteuropa sprechen, zu kommen, und kann Irene in diesem Kontext ein wichtiges Projekt sein? Good morning. Thank you very much for this introduction and for inviting me. I would like to meet you, all of you again. And you raise a good point and a good question, difficult question, but I think that at the beginning we should explain ourselves what happened up till now. And 20 years ago, we started from the solidarity movement, and I think that the meaning of the solidarity and of the Europe was a little bit different than today, over 20 years. And just looking from the energy and climate perspective, I think that I cannot shortly give the name of the situation, but I think that the competition, I think this is something which comes. But this is, it doesn't mean a free competition, fair competition, free market competition. This is something different. And perhaps I will give you some examples why we have such a rather difficult situation now. First of all, 20 years ago, the industry was state-owned. Up till now, to be honest, only the energy industry is state-owned. The rest was privatized. And the official reason is that energy is so important. So the government should steer this branch. So what we have?
We created in Poland 5 years ago four vertically integrated utilities in the electricity sector, state-owned utilities. At the beginning, a few international companies came, but after that, they realized that it's a difficult market for international, even big utilities. So we have four Polish champions in electricity. We have two utilities in oil sector, only two, and only one in gas, one company. And what is their policy regarding the energy and climate? Of course, centralized to keep to even to more centralized the system as it is today. And what does mean for the utilities the EU energy and climate policy? It means first of all that. They were able to present that the EU policy, it means cost for the citizens. So they are in the position to protect the citizens. They believe that they are in the position to protect from the high energy prices escalations. So this is, and it's happened that the people believe them. So if they are against EU policy, it means cheap energy. This is quite common meaning for today. What they are doing more? We have this cohesion and EU policy and regional development funds. So they would like to use these funds for the investment in the traditional infrastructure, centralized infrastructure. And also, because there is the ETS system devoted to them, European Emission Trading Scheme, they would like to use the budget, the money from the auctions for two ideas. Great for them ideas. One is just to support them because they should pay more, and 50% of the budget, and another 50% of the budget just to protect the large industry in other areas from carbon leakage. So there is their position, and they created European Central European Energy Partnership. They invited utilities from other Central European countries to lobbying in Brussels for such kind of solution. The other utilities from Central Europe, they not necessarily supported them, but the same situation is all the countries of Central Europe. Czech was already mentioned and so on. So this is, I think we should understand this and the influence of those companies to the state government, because this means income, the profit for the utilities means income for the state budget, and so on and so on. So we should consider this as a real problem for today. Of course, they are trying to adopt the utilities to the EU policy, but in a specific way. Regarding renewable energy, what does it mean for them? As we have this monoculture, coal monoculture in electricity, we have bioenergy monoculture, more than 80% renewable energy in Poland and also in other Central European countries means biomass. But the biomass is a specific biomass. This is first generation biofuel. Biofuels like diesel oil and bioethanol. So this is not sustainable, but this is profitable for the companies, for the utilities. Another invention we have, this is the biomass co-firing in the coal-fired power plants, the
the biomass is added to the power plants. And they took 60% of the green electricity market. And they are taking this biomass from the small utilities, from individual users, and they shift this not only from Poland, also from Asia, Africa, and so on. They use this for green electricity generation. So this is the situation. So I think that there are not so many instruments we can use to change this. I think the arena, that this is excellent idea. And I think that a part of the arena idea was already taken into consideration by the EU infrastructure programs and so on. But really, I believe that we should develop the second component, as Mr. Hollein said, this bottom-up approach. And I think that we should develop the concept of the smart grids, intelligent grids, microgrids, because this is the way to involve people, to create local balancing areas, to exchange power, electricity, heat. We in Central Europe, we have rather low social capital, so we should look for cooperation in the small groups. And smart grid, microgrids, this is, I think, the idea. Of course, to involve people, ETS is absolutely not relevant, emission trading scheme for them. So to involve people, we should introduce taxes. Up till now, we introduce a little bit subsidies, but this is not for all the people, only for selected. They can approach subsidies, but the taxes can help to involve people and to release this let's say individualism of the Polish and people, so they can do something. They are sure that the cheap energy was in the past. In the future, there will be more and more. But talking about another instrument, which are in the EU hand, I think this renewable energy directive, because I think this is the pillar we can develop ARENA and the other concepts. But what is important? This is a good piece of the legislation within the climate package. But when you come to Poland, to Czech Republic, nobody discuss this issue. They are talking about ETS as the cost, not as renewable energy as the opportunity. So what is necessary? It should be very strict monitoring of this directive. And we should avoid fabricated statistics in renewable energy. This is the joint effort, and really Commission should follow the rules very strict. If the Commission, the European Commission, is so much polite, it doesn't work. So it should be very, very strong monitoring. And together with the sanctions, with the penalties, everything. And another instrument we have for today, there is the regional and the cohesion budget for 2014-2020. I know that the Central European countries would like to follow this exercise from the previous years and to use this budget for heavy infrastructure. I understand this in the past, but not for the future. And there are some ideas from the European Commission to increase the joint effort and conditionalities. So it was proposed by the European Commission that no money, if the EU legislation is not implemented properly, and this is a good idea, and there are also not only ex post but also ex ante conditionalities. So it should be the principle, pay as you go, not earlier. Yeah.
just to make a change. To make a change in the central and eastern of Europe, and finally, I think that the renewable energy is really an instrument for EU participation for the solidarity in a proper meaning, but. There is also a question concerning energy efficiency, because the energy efficiency is a part of the denominator when we would like to achieve a high share of renewable energy. And what we are observing, there is no, let's say, commitment in Central Europe, in Poland, concerning renewable energy. However, I notice a commitment regarding energy efficiency for the first time. And what is the reason? I think a little bit the crisis. Because renewable energy, this is a revolution. It breaks the rules on the energy market. This is danger for the utilities. But energy efficiency is just evolution. And when we are looking at the not only energy sector, but also financing sector, finance, banks, and so on, they perceive renewable energy as a little bit risky because this EU legislation is not so strong. So they are moving towards energy efficiency. And also the governments do the same, and this is rather accepted by the industry as well in Poland. So for energy efficiency, I think there will be more and more public support available, but I do not believe that there will be a huge change. So I think that for energy efficiency, this is very important to have a strict objective, stable policy, and to give the people the time to use their brains and a little money, you know, to follow. But for renewable energy, we need a strong EU policy. Vielen herzlichen Dank. Jetzt nochmal an Frau Schreier und Frau, natürlich auch einen Applaus für unseren. Ich möchte die Behauptung von Herrn Hollein jetzt nochmal als Frage zurückgeben an Frau Schreier und an Frau Villagrasa. Schafft europäische Abstimmung Entschleunigung, Stillstand? Macht ein Projekt wie Irene einen Bottom-up-Approach unmöglich? Ja, ich glaube, gerade in der Energiepolitik können wir sehen, wie die Beschleunigung durch die europäische Gesetzgebung kam und auch für Deutschland. Ich darf noch mal daran erinnern, es ist gar nicht lange her, da hatten wir hier Gebietsmonopole. Und nur durch die Liberalisierungsgesetzgebung ist hier überhaupt die Möglichkeit geschaffen worden, dass dezentrale Anbieter in den Markt hereinkamen. Und Deutschland hat sich dagegen gewehrt. Deutschland hat sich dagegen gewehrt, dass eine Trennung von Betrieb und Netz erfolgt. Und zwar vehement. Gäbe es in diesem Bereich die Einstimmigkeitsregelung, wäre das nicht durchgekommen. Aber zum Glück ist Deutschland da überstimmt worden. Eine ganz wesentliche Voraussetzung für eine dezentrale Energieversorgung. Die Europäische Union hat dann 2001 bereits die Gesetzgebung gemacht für alle Staaten, dass ein vorrangiger Zugang für Erzeuger von erneuerbarem Strom, von grünem Strom an das Netz besteht, europaweit. Die Grundlage dafür, dass wir überhaupt darüber reden, dass wir jetzt dezentrale Anbieter haben, eine ganz wesentliche Voraussetzung. So, und jetzt muss ich nochmal auf die Zeitkomponente kommen. Wenn wir sagen, wir wollen bis 2050 80-95% der CO2- bzw. Treibhausgasemissionen einsparen. Und das müssen wir. Und das ist ein allgemein anerkanntes Ziel in der EU, Gott sei Dank. So, dann erfordert das eine Energierevolution in 4 Jahrzehnten
Wie steuert man eine Revolution? Da haben wir wenig Erfahrung, weil meistens natürlich Revolutionen irgendwie anders entstehen. Aber wir wollen sie europaweit. Und wir haben die Situation jetzt, die Gesetzgebung erfreulicherweise innerhalb bis zum Jahre 2020 sollen 20% des Endenergieverbrauchs in der Europäischen Union aus Erneuerbaren kommen. Deutschland hat aufgrund seines niedrigeren Ausgangsniveaus das verbindliche Ziel von 18%. Andere Staaten wie Schweden aufgrund des hohen Ausgangsniveaus müssen bis 2020 49% erreichen. Also das heißt, wir haben hier, das wurde genannt, Burden Sharing. So, aber mit diesem Tempo kommen wir nicht zu unserem Ziel. Das heißt nämlich, im Jahre 2008 waren wir bei 8%, innerhalb von 15 Jahren ein Zuwachs von 12%. Wenn dieses Tempo weiterginge, wären wir im Jahre 2050 bei 45% erneuerbarer Energien am gesamten Energieverbrauch. Das heißt, das reicht nicht. Also brauchen wir auf der einen Seite Effizienzmaßnahmen und auf der anderen Seite einen beschleunigten Ausbau. Und da können wir nicht hingehen und sagen, wir gucken mal, wie weit wir mit diesem Ansatz kommen, mit dem einen Ansatz. Und dann stellen wir fest, ach so, hat nicht gereicht, müssen wir noch was anderes. Das heißt, wir müssen alle Potenziale aktivieren. Und das heißt nicht, dass es jetzt aus irgendeiner, wenn man darüber spricht, was kann die Europäische Union zu der Beschleunigung beitragen, dass wenn man sagt, wir wollen auch einen Binnenmarkt haben für erneuerbare Energien, dass, wie Sie sagen, Wind aus der Biskaya, also es geht dann darum, auch natürlich ein Stromnetz zu haben, aber das als Ersatz. Europäisch heißt in dem Sinne nicht zentrales Angebot von irgendwo einer Ebene, die da über Europa schwebt oder sonst was, sondern heißt Vernetzung. Es heißt Vernetzung. Und es heißt dann eben nicht nur Vernetzung der verschiedensten Anbieter in einer Region oder abgeschottet an den nationalen Grenzen, wenn es darum geht, den Wind auch zu nutzen, in der Ostsee beispielsweise. Was ist daran falsch zu sagen, wir machen das mit Polen zusammen? Ich verstehe das überhaupt nicht, dass man sich dagegen wehrt und sagt, nein, das ist unökologisch, wenn der Wind aus Polen kommt. Also ich denke, man muss doch die Regionen, wie sie in ihrer natürlichen Vielfalt sind, nutzen und muss sie so vernetzen, dass quasi genau dieser Vorteil des dezentralen Angebotes genutzt werden kann, dadurch, dass man eben auch dieses Backup eines gemeinsamen Netzes hat. Das ist der Ansatz. Vielen Dank, Frau Villagraser. Ich gebe gleich weiter. Wir können auch gerne noch mal. Dankeschön. Frau Schreier hat schon, glaube ich, die meisten Punkte benannt, die ich zu diesem Thema mir überlegt habe. Herr Hollein hat gesagt, es reicht, wenn wir einen langsamen, modularen Aufbau bottom-up haben. Ich glaube, wir haben gerade gehört, wohin das führt. Es reicht nicht. Nicht bei der Geschwindigkeit, die wir brauchen, um mehr Erneuerbare hinzukriegen. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass das Beispiel Deutschland leider überhaupt nicht zutrifft auf die anderen EU-Staaten. Wir würden weder in Frankreich noch in UK irgendeine Anstrengung im Bereich Erneuerbare haben, wenn wir nicht ein verbindliches 20%-Ziel von Europa aus hätten. Da würde überhaupt nichts passieren. Es ist eine Illusion zu glauben, dass das Deutschland-Beispiel abfärbt auf die anderen, wenn da nicht viel mehr Druck gemacht wird. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn wir über das 20%-Ziel rauskommen wollen, brauchen wir nachhaltig längerfristige Ziele. Und es waren ja nicht nur Frankreich oder UK, die sich gegen die erneuerbaren Ziele gewehrt haben. Wir hatten auch die neuen Mitgliedstaaten, die darüber nicht gerade begeistert waren. Wir brauchen also eine Planungssicherheit, die den Ausbau sowohl für die dezentralen wie auch für die zentralen Lösungen, die wir ebenfalls brauchen für die Großanlagen, die wir ja in der Industrie doch eventuell immer noch weiter betreiben wollen in Europa, leistbar machen. Der andere Punkt ist, dezentral versus zentral ist für mich nicht die Frage. Die Frage ist auch, was soll denn das Ganze kosten?
Und wenn wir 100% Erneuerbare möglichst günstig haben wollen, und ich sehe eigentlich nicht ein, warum das möglichst teuer werden soll, dann ist es wesentlich günstiger, wenn man es europaweit optimiert, als wenn man überall nationale Lösungen, die völlig unterschiedlich sind, fördert. Ein letzter Punkt vielleicht noch dazu ist, das kann ja aus dem Bereich der Energieanbieter gleichgültig sein, aber ich möchte eigentlich nicht, dass auch der letzte Fluss noch verbaut wird in Europa. Es gibt nämlich für mich auch noch Biodiversitätsgedanken, die wichtig sind. Ich möchte also auch in diesem Hinblick auf eine wirklich optimierte Energieversorgung haben, die eben nicht nur die Treibhausgase sich mal anschaut, sondern auch die anderen Punkte wie Biodiversität, wie im Bereich Biomasse, Biofuels und Agrarkonflikte, von denen hören wir dann später noch mehr, also die auch da in diesem Bereich optimiert ist. Und wenn man da Solardächer baut, ist das vielleicht nicht so ein wichtiger Punkt, aber im gesamteuropäischen gesehen ist es ein sehr wichtiger Punkt. Und was passiert, wenn ein Einspeisegesetz zurückgeschnitten wird, was hoffentlich in Deutschland nicht weiter passieren wird, aber in Spanien passiert ist, ja, schauen Sie sich mal an, was da mit den Investitionen passiert ist. Womp, den da hat es gemacht. Auch das möchte ich nicht sehen, das können wir uns nicht leisten, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Das sind für mich die anderen Gründe, warum es sehr wichtig ist, dass Europa da stark bleibt in dem Bereich. Herr Hollein, es ist ja schon interessant zu sehen, dass Herr Wischniewski als ein Vertreter aus einem Land in Mittelosteuropa sagt, wir brauchen europäische Lösungen. Frau Villagrasa hat es schon erwähnt, es ist ja nicht so, dass die Erfolgsgeschichte von Deutschland im Bereich der erneuerbaren Energien jetzt einfach mal zu übertragen wäre auf andere Länder. Es gibt in Polen keine politischen Kräfte, keine Allianzen und es gibt auch keinen Konsens dafür, dass eine Umstellung wichtig ist. Noch nicht, sagt mein Kollege aus Warschau natürlich. Also meine Frage ist jetzt, um mit Ihrem Bild nochmal zu sprechen und auch die Begrifflichkeiten der Studie aufzunehmen, empfinden Sie es nicht ein bisschen unsolidarisch, im eigenen Boot zu rudern? Finde ich nicht, weil ich denke, es ist besser. Sie, glaube ich, Sie wollen hier eine Coalition of the Willing, also eine Koalition der Willigen. Aber in der EU gibt es eine Coalition of the Unwilling. Und das ist das Problem, dass wir von Bremsern umgeben sind. Die Franzosen sind Bremser, die Briten sind mit die größten Bremser, in osteuropäischen Staaten sitzen Bremser. Und wenn ich mit denen zusammen eine Coalition of the Willing schmiede, dann kommt doch der kleinste gemeinsame Nenner raus. Dann werden die sich doch durchsetzen. Es ist doch illusorisch zu glauben, dass man, wenn man jetzt mit denen wirklich sich auf eine Linie einigt, dass dann was Besseres rauskommt, als wenn ein paar vorangehen. Und das deutsche EEG ist immer in 60 Staaten weltweit übernommen worden. Das darf man ja nicht vergessen. Und außerdem möchte ich widersprechen, dass dezentral langsam ist. Es ist unheimlich schnell. Wir können innerhalb von wenig Zeit Energien sehr rasch ausbauen, zu vertretbaren Kosten. Ja, es ist ein Gerücht zum Beispiel, dass das Offshore-Windenergie billiger ist als Onshore. Onshore-Windenergie in Bayern kostet 6 bis 8 Cent, Offshore kostet ja fast 20 Cent. Ja, es gibt eine Studie von Fraunhofer IFES, die sagt, wir können 2/3 von Deutschland mit Windstrom versorgen, wenn wir das gestreut machen. Wenn wir 2% der Fläche in den Ländern nutzen, dann schaffen wir das. Und deswegen, dann werden wir auch weiter Industrie haben. Es ist ja nicht so, dass wir eine zentrale Lösung brauchen. Und es ist nicht unsolidarisch, wenn man vorangeht. Aber wenn man vorangeht, dann strahlt man auch ab. Ja, wir haben die Chinesen davon überzeugen können, ein EEG einzuführen. Wir haben Ontario überzeugen können. Und dass es in Spanien jetzt bergab geht, ist natürlich bedauerlich. Aber stellen Sie sich mal vor, jemand wie Herr Oettinger würde den Takt vorgeben für Gesamteuropa. Dann würde gar nichts passieren. Dann würden vielleicht die großen Stromtrassen gebaut. Was würde dann passieren? Dann würde in den Staaten, die sich nicht wehren können, würden die Kohlekraftwerke gebaut, würden die Atomkraftwerke gebaut. Ja, weil sich immer einer findet in diesem Supergrid, der so schwach ist, dass es mit sich machen lässt. Und das ist unsolidarisch. Es ist solidarisch, wenn man anderen Staaten zeigt, dass wir es schaffen, bis 2020 am besten sogar 50% hier heimisch zu produzieren. Ja, dann können wir nämlich zeigen, dass wir unser Energiesystem umstellen können. Und das ist noch ein schwerer Weg. Und das ist wichtig, dass man vorangeht und dass man nicht in Trippelschritten zusammenarbeitet. Die Klimakonferenzen sind das beste Beispiel, wenn man versucht, eine Lösung für alle zu finden. Dann klappt nämlich gar nichts. Weil es gibt nämlich keinen gemeinsamen Nenner. Es gibt unterschiedliche Geschwindigkeiten, unterschiedliche Interessen. Und wenn in der EU Staaten der Meinung sind, dass sie vorangehen möchten, dann sollen sie das tun. Und dann bedarf es da keiner europäischen Koordination. Zumindest jetzt noch nicht. Vielen Dank. Koalition der Willigen. Das wird ja auch in der Publikation selbst bei der Frage danach, wer über den Energiemix entscheiden sollte, erwähnt.
Michaele Schreier hat eben gerade angesprochen, warum es zum Beispiel nicht möglich wäre, in einer polnisch-deutschen Zusammenarbeit zu denken. Ich würde das jetzt gerne aufnehmen, weil es ein, finde ich, sehr wichtiger Gedanke der Publikation ist, des Papiers, und zwar die Modernisierungspartnerschaften. Ich zitiere jetzt: Um bestehende Konflikte zwischen alten und neuen Mitgliedstaaten zu überwinden, muss die EU ihre Energiepolitik stärker an innereuropäische Solidarität ausrichten. Eine Modernisierungspartnerschaft, die es bilateral mit Russland, aber noch nicht innerhalb der EU gibt, wäre sinnvoll. Herr Wischniewski, was sagen Sie dazu? Wäre das eine Möglichkeit, die Bremser ins Boot zu holen? I think that for today there is a difficult to start a common stronger action at the EU level, EU 2027. But I believe that we can start from the bilateral cooperation and from cooperation in between a few countries, let's say, in the region. And unfortunately, we in Central Europe, I think that Poland was the initiating country. Such kind of coalition of not willing to change was already created. So this is the fact within the EU regarding energy and climate. So I think that this is not sustainable coalition. This is not strategic coalition. This is just tactics. And I think that first of all, this is very important for that EU15 and especially Germany is open for cooperation. Doesn't matter the problems we have. And when I am looking for solution for cooperation in between Germany and Poland, for example. So I think for today, the offshore wind, this is the instrument, because on the Baltics, Poland has the highest wind energy resources offshore. And offshore is coming. This is not for the bottom-up approach. This is just the problem for the government, also for the utilities. But having such idea, we can redirect their effort in a, let's say, proper direction. So I think this is the idea, and there are some instruments within this new EU Renewable Energy Directive. There is a provision for common projects, and so on and so on. And it needs infrastructure. And when we have offshore wind, we should also have other renewable energy to balance. We should have also solar power and so on. So when we have one technology, we can add another. So this is one idea. But also there are some others. Because there is a very difficult to promote in Central Europe renewable energy technologies, because there is argument. No, we are not the producer, we are not the manufacturer of the equipment. So when we promote renewable energy, it means we should import technology from abroad, even if this is brilliant technology from Germany made. So, but we have also in Poland some examples. There is a solar thermal, solar water heaters. We do not have so much in Poland photovoltaic like in Czech, but there is a huge industry created in Poland, 70 companies, 50% international, 50% national, and we are seventh in the EU in terms of the solar thermal collectors. And there is a very nice cooperation between German industry and the Polish industry. There is trade, export, import, and so on. And this is green economy. So this is apart from just infrastructure and energy. This is just this green economy. And everybody believes in Central Europe that Germany
This is the leading country, and there is the future market. So this is also an area for cooperation. So talking about renewable energy, we should also consider innovation, also consider technology transfer and technology cooperation. So this is my idea for today. Dankeschön, Michaela. Koalition der Willigen, ist das eine optimale Übergangslösung? Ja, wir haben in der Europäischen Union sehr unterschiedliche Energiemixe und das ist auch immer verbunden mit unterschiedlichen industriepolitischen Interessen. Das ist sehr stark verquickt, das müssen wir natürlich sehen. Dennoch kann man nicht einfach sagen, die anderen sind die Bremser. Also ich meine, immerhin Frankreich auch, will ich nun wirklich nie in Schutz nehmen, aber trotzdem, Frankreich hat ein Ziel für die erneuerbaren Energien von 21% jetzt verbindlich bekommen bis zum Jahre 2020. Für Deutschland liegt es bei 18%. Also wir müssen immer ein bisschen auch über die Grenzen hinweg gucken. Wenn wir die Situation in Spanien beispielsweise sehen, in den letzten Jahren sehr starker Ausbau von erneuerbaren Energien, die haben das Problem, die müssen teilweise eben die Erneuerbaren, die Windräder und auch die Solaranlagen abschalten, weil sie in manchen Momenten zu viel Stromangebot bekommen und das nicht ausgleichen können mit Frankreich, weil es keine Leitung da gibt. Denn man muss immer die Nachfrage und das Angebot im Netz stabil halten und das ist bei Erneuerbaren eben eine sehr große Herausforderung, dieses zu schaffen. Und von daher ist ein größerer Ausgleichsradius notwendig. Gut, so, aber jetzt wissen wir auch für das Ziel, wenn wir heute propagieren und sagen, wir schlagen vor, den Weg auf 100% Erneuerbare zu gehen und wir wollen das nicht nur als Sonntagsgebet, sondern möglichst auch mit konkreten Maßnahmen untermauert haben, dann wissen wir, dann werden nicht alle zustimmen. Ob Deutschland da zustimmen würde, weiß ich auch noch nicht so ganz genau, aber nehmen wir es mal an. So, aber es werden nicht alle zustimmen, die Kohle und das Gas und das Öl hinter sich zu lassen und vor allen Dingen auch Atomkraft hinter sich zu lassen. Wir haben aber auf der anderen Seite die Einstimmigkeitsregelungen im Vertrag drin. Wie kommt man da voran? Und das ist mit einer der Vorschläge, die auch hier in dem Papier drin sind, zu sagen, dann machen wir eine Koalition der Willigen, was im europäischen Sprachgebrauch dann heißt, eine verstärkte Zusammenarbeit im energiepolitischen Bereich zu institutionalisieren. Dafür braucht man 9 Länder als Mindestquorum, um zu sagen, wenn wir in anderen Bereichen diesen Weg gehen, dass nicht alle mitgehen müssen, beispielsweise Euro, dann bietet der Vertrag auch die Möglichkeit, in anderen Bereichen, auch in der Energiepolitik, zu sagen, wir bilden eine Avantgarde, um zu zeigen, wir können und wollen in diese Richtung gehen und dabei nicht nur nationale Politik machen, sondern gemeinsam die Vorteile der Kooperation nutzen. Und eine solche verstärkte Zusammenarbeit ist für alle Länder offen. Jeder, der sich dann überlegt und sagt, das ist der Weg, den wollen wir auch gehen, kann dabei vorwärts gehen. Und ich finde, man müsste eigentlich auch an die Bundesregierung diese Anforderung stellen und sagen, wenn ihr zeigen wollt, es geht, könnte auch schneller vorangehen, dann sucht euch Partner und schlagt diesen Weg auf europäischer Ebene vor. Und das Zweite, ich will es einfach nochmal nennen, ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, auch eine Initiative zu ergreifen, für einen Konvent einzuberufen, für die Überarbeitung des Euratom-Vertrages. Der ist seit 1957 nicht überarbeitet worden. Das sieht man ihm an, sage ich mal. Und er ist ein Hindernis auf dem Weg zu 100% erneuerbaren Energien. Und da kann man nicht einfach sagen, das lassen wir außen vor, sondern das müssen wir auch angehen. Vielen Dank, Michaela. Ich würde jetzt gerne dem Publikum die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Bitte fassen Sie sich kurz und stellen Sie sich auch vor. Hier vorne ist schon eine Frage. Das Mikrofon kommt gleich. Dann hier
der Mitte. Mhm. So, hier ist es. Bitte, hier der Herr. Hallo, mein Name ist Clemens Witte. Ich bin Absolvent der Ostseeraumstudien Wirtschaftsrecht und Politikwissenschaft. Und was ich zu der Diskussion im Allgemeinen sagen wollte, ist, dass man, glaube ich, ein bisschen davon wegkommen sollte, mit dem Finger, mit dem erhobenen Zeigefinger auf Länder zu zeigen, die angebliche Bremser sind, weil ich glaube, man sollte vielleicht eher diese Länder motivieren, mit sozusagen mehr mitzumachen. Und in dem Zusammenhang kann man auch mal daran erinnern, dass gerade zurzeit auch ein schwedisches Staatsunternehmen in einem deutschen Bundesland Braunkohle, wie sagt man das, Lagerstätten neu öffnet und dass auch in Deutschland jahrelang die Steinkohleförderung sehr hoch subventioniert wurde. Und ja, und zu dem Thema dezentral oder und zentral will ich sagen, ich glaube, also meine Meinung ist, dass man da so einen Kompromiss finden muss. Natürlich ist es wichtig, die europapolitischen Rahmenbedingungen irgendwie sich darüber zu einigen. Und zum Beispiel, dass auch jetzt, wie Frau Schreier gesagt hat, dass es möglich ist, Strom einfacher von Spanien nach Frankreich zu transportieren. Das ist sehr wichtig. Und dass man auch vielleicht sich zusammen Ziele macht und die dann auch versucht umzusetzen. Aber die Gefahr ist natürlich dabei, wie auch Herr Hollein schon gesagt hat, dass dann natürlich Länder, die da vielleicht in dem Moment nicht mitmachen wollen, dann auch dass es dann nur einen Kompromiss des kleinsten gemeinsamen Nenners gibt. Und da denke ich, ja, es ist schon gut, wenn man auch einzelnen Ländern erlaubt, es auch schneller voranzugehen, in einem schnelleren Takt. Und eine Sache wollte ich noch sagen zu Frau Villagrasa, also weil sie hatten ganz am Anfang gemeint, dass es wichtig ist, dass man europapolitisch einheitliche Regelungen hat, damit es für Privatunternehmen leichter wird zu investieren und weniger Aufwand ist. Und da stimme ich Ihnen auch zu, da haben Sie bestimmt recht. Aber andererseits ist es natürlich auch so, dass die Diversität der Europäischen Union auch sehr eine Stärke ist, ja. Und da ist es natürlich auch interessant, diesen Dialog der verschiedenen ordnungspolitischen Richtlinien zu sehen und zu gucken, welche Modelle sind in welchen Ländern erfolgreich. Und da kann man sich natürlich auch inspirieren. Wenn man nur eine komplette gleiche Richtlinie hätte, dann könnte man gar nicht mehr so interessante Vergleiche machen. Und diese Richtlinien wären vielleicht auch nicht so an die Gegebenheiten der einzelnen Länder angepasst. Ja, okay, danke. Vielen Dank. Wir sammeln. Sie hatten eine Frage hier in der Mitte. Thank you. I'm going to ask my question in English, but feel free to respond in German. I know this is a conference dealing with the European Union and not with mass movements, but I think it's a bit strange that none of you are only very indirectly did you mention the anti-nuclear energy movement and that was so critical in Germany. I mean, the Energiewende, which is currently underway, and even this discussion we're having now, would be unthinkable without the efforts of the anti-nuclear energy movement over 40 years in Germany. It changed first, brought to life a political party, which is not unimportant to the Heinrich Böll Stiftung, convinced then social democrats and then trade unions and churches and then half of the Christian Democrats, and then most recently the other half of the Christian Democrats that nuclear energy has no future and that the future is in alternative and renewable energies. What we call in Germany the Anti-AKW-Bewegung, I think it's a kind of unfortunate term because it's long been much more than anti. The other side of the coin has always been that alternative energies and renewable energies are possible. And that's why I wonder if maybe we should already be asking whether, a Europe-wide, let's call it an energy reform movement rather than an anti-anything movement, take place. It shouldn't be that this kind of from bottom up convincing of those countries that are still skeptical that the future lies in alternative energies. This is what happened in Germany. The German movement was so successful, maybe it should be, start looking over its borders, as of course is already happening, for example, in Fessenheim, where the oldest nuclear reactor in France is, where anti-nuclear energy activists in that very important part of Europe, where Switzerland, Germany, and France meet, very important for the anti-nuclear energy movement. That's where it began in Germany 40 years ago. The German movement is reaching out. We see that opinion polls also show that the
opinion in France is changing. There is slowly a bigger movement that's questioning the preponderance of nuclear energy. So isn't a movement that's Europe-wide just as important as the top-down legislation that is also very important? Vielen Dank. Jetzt hatten wir hier vorne eine Frage. Mein Name ist Guntram Resch, ich bin Journalist und Ökonom aus der Schweiz. Das ist ein bisschen speziell, weil wir ja leider aus meiner Sicht nicht zur EU gehören. Trotzdem machen wir uns natürlich über Energiefragen viele Gedanken, insbesondere da die Schweiz im Zentrum letztlich von Europa liegt. Ich habe kurz und klar zwei Fragen, je an die beiden Pole. Einerseits an die Vertreterinnen einer gesamteuropäischen Lösung. Sind Sie denn dafür, dass Oettingers Politik gemeinsamer Tarife gelten soll, europaweit, ganz konkret? Aber auch an Herrn Hollein, überzeugt mich Ihre Position nicht ganz. Europa besteht ja aus 27 Staaten wohl, und da gibt es große Staaten, aber es gibt auch kleine Staaten. Und nehmen wir mal an, die Schweiz wäre dabei, dann finde ich, es ist ein absoluten Witz für ein Land, das so klein ist, umgeben von so vielen Staaten mit guten Möglichkeiten zur Erzeugung erneuerbarer Energien, sich da völlig auf die dezentrale Position zu begeben. Ich würde viel eher vorschlagen, vertrauen Sie doch auf den Weg, den die Informatik eingeschlagen hat. Und ich bin überzeugt, dass vor allem im Solarbereich und über den Weg der Plus-Energiebauten die Revolution von unten stattfinden wird, was immer oben entschieden wird. Und irgendwann merken jene Vertreter, die großräumige Lösungen favorisieren, dass es nicht mehr wirtschaftlich ist. Und dann haben wir vielleicht oder vermutlich notwendigerweise eine Parallelstruktur, die es in der Informatik braucht, mit großen Netzen, mit leistungsstarken Netzen, mit gewaltigen Computern, die Wettermodelle rechnen müssen, die nicht auf einem Laptop zu erledigen sind. Aber letztlich ist die Informatik heute eine sehr dezentrale Produktion von Informationsdienstleistungen. Okay, wir werden noch eine Runde machen. Ich gebe jetzt aber zurück ins Panel, nochmal mit den Stichworten der Beiträge und Fragen. Die Frage nach dem Kompromiss, kleinster gemeinsamer Nenner. Die Frage nach dem Potenzial oder der Möglichkeit einer europäischen Energiereformbewegung, ein sehr schöner Begriff. Oettingers Politik, Fragezeichen. Und nochmal an Herrn Hollein konkret die Frage, ob es nicht die Möglichkeiten gäbe, in den Grenzgebieten vor allen Dingen mehr zusammenzuarbeiten. Herr Hollein. Also ich habe nie abgestritten, dass eine Kooperation über Grenzen keinen Sinn macht, dass es auch nicht Sinn macht, sich auch zu vernetzen, dass man also auch diese dezentralen Systeme auch übergreifend vernetzt. Ja, aber sicherlich hat auch die Schweiz selber sehr große Potenziale. Und ich denke, wir sind, gerade das Modulare, was wir bei Eurosolar konzipiert haben, da fangen wir dezentral an, und es ist ja wie bei, was man heute ja Cloud bezeichnet, Informatik, dass man sich nach und nach vernetzt und so etwas Größerem verschwimmt und dass auch die Grenzen zwischen den Regionen verschwimmen. Und das ist sicherlich irgendwann auch, ab einem bestimmten Punkt wird das passieren, wenn wir bestimmte Mengen überschreiten. Momentan ist es ja so, dass wir in Deutschland haben wir 20% Strom aus Erneuerbaren, und damit stehen wir, denke ich, mit am besten da in der Europäischen Union. Und in anderen Staaten ist man noch gar nicht so weit. In der Schweiz, glaube ich, ist das EEG, das ist die Schweiz, ein ganz zartes Pflänzchen noch. Das heißt, da ist man noch ganz am Anfang. Und da ist man erstmal dabei, jetzt wirklich Potenziale zu aktivieren. Und ich denke, das ist eben wichtig, dass man eben im Sinne auch einer breiten Bewegung, die auch viele Bürger mitnimmt, wie bei den Plusenergiehäusern, möglichst viel erlaubt, dass möglichst viel wirklich vor Ort passiert. Und dann hinterher kann man dieses alles wirklich, kann man dieses verknüpfen, vernetzen und übergreifend ausarbeiten. Ich gebe gleich weiter an Frau Wieler-Krase, hat die den Kopf schüttelt. Ich möchte vielleicht zwei Punkte aufgreifen. Den kleinsten gemeinsamen Nenner und Herrn Oettingers Tarifpolitik. Ich finde, das passt gut zusammen. Und dann das European Energy Reform Movement. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht Europapolitik im Energiebereich mit Herrn Oettinger oder einer gemeinsamen Förderpolitik gleichsetzt. Denn sonst vergleichen wir Äpfel mit Orangen.
Natürlich gibt es große Probleme, wenn Herr Oettinger irgendeinen Minimumtarif, einen zum Beispiel gemeinsamen Einspeisetarif oder sonst was auf ein Minimumlevel in Europa installieren möchte. Ich glaube, das unterstützt keiner, um das ganz klar zu sagen. Was man aber als gemeinsame Politik sehr wichtig sehen muss und wo es eben nicht ein kleiner gemeinsamer Nenner ist, wenn man gemeinsame Ziele setzt. Wir hätten nämlich sonst bloß welche in Deutschland und vielleicht noch in ein, zwei anderen Ländern. Wir hätten aber keine Frankreich oder UK oder Polen. Und da ist es eben nicht ein kleinster gemeinsamer Nenner, sondern ist ein Hochziehen derjenigen, die sonst nicht besonders willig wären. Das heißt aber nicht, dass Länder, die mehr machen wollen, dies nicht auch tun können oder sollen. Natürlich sollen sie das. Ich möchte das nochmal klarstellen. Der andere Punkt, der von unserem amerikanischen Kollegen angesprochen wurde, den fand ich sehr interessant. Das European Energy Reform Movement. Ich glaube, das ist eine Bewegung, die ist im Kommen. Viele der Umweltgruppen zum Beispiel haben angefangen mit Anti-Atom-Politik und Klimapolitik. Jetzt finden sich eigentlich diese zwei Themen zu einer progressiven Energiepolitik hin. Und diese Gruppen sind sehr viel stärker als zuvor daran, sich zu vernetzen und eben europaweit zu arbeiten. Deutsche und französische Umweltgruppen arbeiten bereits sehr eng zusammen, um eben eine erneuerbare Zukunft voranzutreiben. Climate Action Europe, um nur eine große Vereinigung von Umweltorganisationen im Klima- und Energiebereich zu nennen, die haben jetzt europaweit über 120 Organisationen, die alle sehr stark in diesem Bereich aktiv sind. Ich glaube also, das kommt. Aber es ist erst am Anfang. Es kann und soll noch viel, viel stärker kommen, damit wir die Bürgerunterstützung haben für dieses Projekt. Und ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht dieselben Fehler machen bei den Erneuerbaren, die wir bei der Atom- und Kohlepolitik gemacht haben, dass den Bürgern was aufgedrückt wird, was sie nicht wollen, sondern dass man mit den Bürgern gemeinsam etwas erarbeitet. Ich glaube, in Solarpolitik ist das relativ einfach. Die Menschen lieben Solarenergie. Bei Wind sieht es schon mal ganz anders aus. Versuchen Sie mal in England eine Windfarm oder eine Windmühle irgendwo an die Landschaft zu stellen. Hallo. Ganz schön schwierig. Also es gibt auch sehr unterschiedliche Ansätze, wie man dem Bürger die verschiedenen erneuerbaren Technologien verkaufen kann und mit ihnen selber die Akzeptanz erarbeitet. Sonst bleiben wir bei einem Stagnationspunkt bei den Erneuerbaren, auch den wir nicht wollen. Wir wollen 100% Erneuerbare, aber das kann nur mit dem Bürger zusammen passieren. Vielen Dank, Herr Wischniewski. Wie sehen Sie das mit der Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger? Ja, that's first of all a few words concerning this common denominator between countries. Because this is from Polish perspective quite challenging issue, because when we are looking for the key EU member states, so for example nuclear phase out in Germany and Poland just would like to build first new nuclear power plant, no common denominator. France loudly is against shale gas. In Poland, we are starting this exercise. In the UK, United Kingdom, they stopped just the combustion of biomass in the power plants, this biomass co-firing. We are continuing. In the Netherlands, they set up a very strict schemes concerning certification of sustainable biomass. Important. In Poland, this is not possible to introduce. So really, this is a big big challenge. And there will be no, let's say, possible to have the common denominator for everybody. But I think looking for the cooperation, it is very important to understand that there are three drivers. We have, let's say, Kyoto, absolutely neglected in Central Europe. We have Lisbon Innovation. This is for Germany, for other countries, not for
Central Europe, and we have Moscow in terms of the energy security. And I think the energy security, this is, I think, this part of the picture which influenced so much the energy policy and climate policy in Central and Eastern Europe. And this is important to consider all parts. So when we have the common part in between Lisbon, Moscow and Kyoto, I think there is a minimum common interest, you know, in between countries, but this is, I think we should start from something concrete. But regarding involvement of the local people, so as you know, Central European countries are very centralized. They are not federal, centralized country. And the influence of the big utilities, this is, it strengthened this position. I think that the municipalities and the regions, they are trying to do something, but there is only one instrument, EU structural funds. There are no others, you know, to involve them. And regarding the local groups, so nuclear movement, you know, in Poland, there is nuclear movement. This is driven. Yeah, pro-nuclear movement. Yeah. This is driven by the utilities, and they are very strong. They paid for the big campaign, and every day you can listen at the TV commercials concerning how good nuclear is for the society. So this is, I think, generic long-term job. You know, to involve local people, and I just already mentioned that smart grids, local grids, this is something which is a good tool, but also solar thermal, solar PV, small scale wind, micro biogas, so small scale technologies, and they are very expensive when the market is small. But like IT technology, as you said, so when we have a lot of customers, the price going down, we can benefit from the volume of the market. And what is important, there is a problem with the exchange with the electricity because we have a weak interconnection and weak grid. But small scale equipment, we can transfer in between borders. So I think small-scale technology, because I believe also in technology-driven bottom-up approach. Michaela, ich denke, du wirst auf mehrere Punkte reagieren wollen. Ja, zum einen muss ich dann einfach nochmal klarstellen, die Richtlinie der Europäischen Union zur Förderung der erneuerbaren Energien, die verbindlichen Ziele setzt, setzt nicht Höchstziele, sondern Mindestziele verbindlich. Ja, so, das heißt, jeder Staat kann nicht nur, sondern ist auch aufgefordert, alle Anstrengungen zu machen, um diese Ziele dann auch noch zu übertrumpfen, sozusagen. Die konkrete Frage bezüglich der Fördertarife für erneuerbare Energie. Es gibt sehr viele Studien und die sind anerkannt, die zeigen, dass ein Einspeisetarif, der technologiespezifische Tarife anbietet, das effizienteste und kosteneffizienteste Förderungsinstrument ist. Und insofern ist ja auch dieses Modell der Einspeisetarife, mittlerweile haben wir es in 61 Staaten weltweit, also hat nun wirklich als Innovation gezeigt, was es leisten kann. Wir haben allerdings das Problem, dass es national ausgerichtet ist. Das heißt, also wenn jetzt ein Anbieter an der Ostsee direkt neben Stettin versuchen würde, in Deutschland den Strom anzubieten, geht das nicht, weil er ist nicht auf dem Territorium von Deutschland entstanden. So, macht das Sinn? Es macht keinen Sinn. Und das ist das, was man thematisieren muss. Und so thematisieren muss, dass man gleichzeitig sagt, das gute Instrument, was da ist, darf nicht kaputt gemacht werden. Wir haben in der Irene-Studie einen Vorschlag gemacht, zu sagen, so, wir sind erstmal in einer Phase, wo jeder Mitgliedstaat sehen muss, wie er
sein Mindestziel erreicht mit einem nationalen System, aber parallel dazu soll es ein Fördersystem geben mit einer Prämie für den Handel zwischen den Mitgliedstaaten, also sozusagen ein konkurrierendes zweites System, und dann kann jeder Anbieter entscheiden, was ist für mich das Bessere. Gehe ich in das nationale Fördersystem oder gehe ich in das europaweite Fördersystem? Also genau um dieses auszugleichen, hier gibt es Möglichkeiten. Jetzt würde ich gerne nochmal auf die Anti-AKW-Bewegung eingehen, weil Sie haben ja völlig recht, wir hätten den zweiten Ausstiegsbeschluss in Deutschland nicht ohne die große Anti-AKW-Bewegung hier, und diese Anti-AKW-Bewegung war immer damit verbunden zu sagen, es gibt die Alternativen, und das hat sie so überzeugend gemacht und hat sie so breit gemacht, sonst wären sehr viel weniger Leute dabei. Aber Deutschland steht da auch nicht alleine. Es gibt ja, in der Europäischen Union haben 13 Staaten, betreiben keine Atomkraftwerke, und noch ist Deutschland der zweitgrößte Produzent von Atomkraft. Auch das müssen wir uns mal vergegenwärtigen. Und es wurde kein Nachbarstaat gefragt, als der Verlängerungsbeschluss im letzten Jahr war. Auch das finde ich nicht richtig. So, also das heißt, wir haben hier eine Vernetzung. Wir haben hier das Erfordernis der Vernetzung auch mit den Staaten, beispielsweise Anti-AKW-Bewegung in Österreich ist sehr stark. Sie ist im Moment nicht aktiviert, weil es keinen dringenden Bedarf gibt, aber sie wird vielleicht wieder aktiviert, wenn jetzt auch die Pläne von Polen auf dem Tisch liegen. Und da muss man meines Erachtens auch in Solidarität handeln. Wir haben das jetzt konkret, diese Frage des Einstiegsbeschlusses in Polen. Und da können wir nicht nur einfach hingehen und sagen, ihr habt aber die Möglichkeit, alleine für euch erneuerbare Energien auszubauen. Für Polen ist dieses Thema, Abhängigkeit von Russland zu reduzieren, so zentral, dass man deshalb hingehen kann und propagieren kann, AKW wäre die Lösung. Und da müssen wir sagen, nein, wir haben die andere Lösung, nämlich auf erneuerbare Energien zu gehen, und das machen wir in Solidarität. Da können wir durch Verbundnetze auch zu einem schnelleren Umstieg in Polen kommen. Und ich bin eigentlich sehr optimistisch, dass wir hier viel Überzeugungsarbeit machen müssen, aber auch können, und dass die Polen letztendlich viel zu klug sein werden, um auf diese veraltete Technologie der Atomtechnologie zu setzen. Eine wunderbare Nachricht an Herrn Wiśniewski. Wir haben ein bisschen später begonnen. Ich würde jetzt Folgendes machen. Ich gebe noch Raum für 3 ganz prägnante, kurze Fragen, und dann hat jede Referentin und jeder Referent die Möglichkeit, in einem einminütigen Statement nochmal zusammenzufassen, was für Sie oder ihn am wichtigsten ist. Hier haben wir Herrn Templin, dann das ist Herr Scheuer. Herr Scheuer. Ja, eine Frage, die hat der Herr Hollang so zugespitzt, und da habe ich bei den anderen irgendwie gemeint oder nicht ganz mitbekommen, so eine merkwürdige Zurückhaltung. Was ist denn, wenn in dieser ganzen Erneuerungsdynamik die Großen, die sich so schnell umstellen können, die plötzlich auf die Erneuerbaren setzen, die Konzerne, wenn die eine Rolle spielen, die sowohl auf die Erneuerbaren setzen, aber vielleicht auch noch Atomkraft in der Hinterhand haben und dann auch noch Kohleenergie machen, egal ob jetzt Staatskonzerne oder Privatkonzerne, sind die uns dann willkommene Partner? Sind wir da pragmatisch oder haben wir doch noch ein Element, dass wir sagen, Jungs, oder sind ja auch Frauen in den Führungsetagen, die führen wahrscheinlich bald die Quote ein, mit euch gibt es Erfahrung, dass wir da sehr vorsichtig sind? Wie ist denn da die Erfahrung bei den anderen? Da habe ich irgendwie so einen Moment von Neutralität gespürt. Ich weiß nicht, ob das uns so zuträglich ist. Danke. Danke, Herr Scheuer. Dankeschön, Stefan Scheuer. Ich habe mit Delia zusammen an dem Bericht gearbeitet. Die wichtigste und größte Energieressource in Deutschland, in Europa, ist ja die Energie, die wir nicht nutzen. Das ist mehr als die Wind-Sonnenkraft, die wir hier nutzen können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem Bericht, den wir herausgearbeitet haben.
Und ich stelle immer fest, dass das leider etwas kurz immer kommt. Und ich denke, Herr Wischniewski hat hier eine gute Vorlage gegeben. Denn ich denke, es bringt nichts, mit Arroganz irgendwie nach Polen zu gucken. Das wissen wir alle. Und zu sagen, wir wissen das besser in Deutschland oder anderswo in Europa. Sondern es gibt verschiedene Motivationen, um Dinge voranzubringen. Und ich fand die Evolutionstheorie, die Sie aufgestellt haben zur Energieeffizienz, als eine Antwort auf die Frage von zu großer Importabhängigkeit, ist eine sehr wichtige und relevante Antwort. Und ich denke, da kann auch ein Land wie Deutschland zum Beispiel zuhören und auch natürlich darauf eingehen. Also ich möchte hier sagen und die Frage auch stellen, ob denn Erneuerbaren wirklich nur die einzige Antwort ist, die wir hier geben können, oder ob wir nicht auch in mehreren Richtungen gucken müssen und auch sehen, dass eventuell Polen hier weiter offen ist für Effizienzpolitik und da die Unterstützung aus Europa auch brauchen könnte. Noch ein Kommentar. Dankeschön. Cornelius Ochmann-Bertelsmann-Stiftung. Ich habe einen kurzen Kommentar zu dem, was Frau Schreier gesagt hat. Also ich glaube, das ist unrealistisch, was Polen angeht. Die Entscheidung ist gefallen. Die Atomkraftwerke werden gebaut und es geht nur um die Frage, ob das jetzt mit französischer oder mit russischer Unterstützung geschieht. Und das werden zwei Atomkraftwerke sein. Und ich glaube, da kann man an dieser Entscheidung nicht mehr rütteln. Jede polnische Regierung, die das in Frage stellt, wird abgewählt. Und Tusk hat ja jetzt die Wahl gewonnen und hat ja zu diesem Thema AKW nichts gesagt. Die Franzosen sind dabei, eine wunderbare Lobbyarbeit da aufzuziehen. Und ich glaube, daran werden wir nichts mehr ändern. Und es geht nicht mehr darum, die zu überzeugen, das Atomkraftwerk nicht mehr. Wolfgang Templin wird sicherlich andere Meinung sein, aber das ist meine Einschätzung. Vielen Dank. So, und jetzt nochmal die Möglichkeit, die andere Reihenfolge. Ich würde jetzt gerne zuerst Herrn Wischniewski das Wort geben. Eine Minute. Ich setze jetzt auch wieder das Glöckchen ein. Perhaps this question concerning renewable energy as the only solution. So I'm a little bit orthodox concerning renewable energy. This is true, but this is not the only solution for sure. But I think it is one of the best, or it is the best solution for today for Poland, because we are so much under the level which should be for today, and we are in just in the opposite path. And what is also important concerning utilities and their involvement. So I was trying to present that they have solutions concerning renewable energy, but they are non-sustainable. And on the green electricity exchange in Poland, they took already 85% of the market for utilities. So it means that developing the legislation instruments, we should consider their practical application, because sometimes the objectives are okay, but the implementation caused such a problem. Thank you. Thank you very much. Herr Hollein? Wir haben ja gesehen beim Ausstieg aus dem Ausstieg, dass die Konzerne sehr schnell vertragsbrüchig werden. Das heißt, sie fallen Energiewende, sobald sich die Gelegenheit bietet, in den Rücken. Das ist die Lehre, die wir daraus ziehen müssen, dass sie nicht vertragsfähig sind. Und mit Akteuren, die nicht vertragsfähig sind, sollte man keine Verträge schließen. Und wir haben mit dem EEG hier etwas implementiert in Deutschland, mit dem kann man die Macht dieser Akteure beschneiden und können vor allem den großen Grundkonflikt ausfechten. Und der ist momentan nicht die großen Netze, der ist nicht die Atomkraft, die Kohlekraft an sich, sondern es geht um das Thema Grundlast gegen Erneuerbare. Es geht darum, dass wir ein Energiesystem schaffen wollen mit viel erneuerbaren Energien. Und das heißt ohne Grundlastkraftwerke. Und das ist die große Herausforderung. Und in diesem Punkt, denke ich, müssen wir in
einigen Staaten wie auch Deutschland eben zeigen, dass sie bis 2020 diese Kraftwerke so weit zurückdrängen, bezahlbar, dass wir anderen Staaten dann zeigen können, ihr müsst das nicht mehr machen, ihr müsst das nicht tun. Ja, wenn man zeigt, dass es geht, ist das das Beste, was man machen kann, um andere zu überzeugen. Und das ist viel besser, als wenn man gemeinsam wieder mit Akteuren, die nicht vertrauenswürdig sind, zusammen etwas macht. Und ich glaube auch, dass wenn der Oettinger weg ist, die nächsten 10 Oettingers bereitstehen, um das Gleiche zu machen. Ja, und dass die Akteure, die jetzt sagen, wie Vattenfall und Co., wir brauchen das Supergrid. Ja, natürlich wollen die ein Supergrid, damit sie eben dann Atomstrom aus Polen und aus anderen Staaten europaweit verkaufen können. Und deswegen sage ich, lieber jeder für sich, für einige Jahre, um ihm zu zeigen, was wir schaffen können. Und so können wir andere überzeugen. Vielen Dank. Michaele? Noch hat Polen keinen Atomstrom und dabei sollte es auch bleiben. Und klar ist natürlich, der Wettstreit ist sehr, sehr stark. Da gebe ich mich auch keiner Illusion hin in diesem Punkt. Also von daher muss man sehr wachsam sein und wirklich die Alternativen anbieten. Aber wir wissen, es ist in den letzten Jahren nirgendwo auf der Welt ein Atomkraftwerk ohne hohe staatliche Subventionen gebaut worden. Und das ist natürlich wesentlich mit der Ansatzpunkt, weil Atomkraft ist die teurere Alternative im Vergleich zu erneuerbaren Energien. Ich finde es sehr wichtig, Stefan, dass du dich hier nochmal gemeldet hast, um deutlich zu machen, auf der einen Seite ist die Umstellung auf erneuerbare Energien als Versorgungsquelle sehr wesentlich, aber es kann nicht alleine gesehen werden. Und auch erneuerbare Energien sind wertvoll und sind nicht kostenlos. Sie haben ökonomische Kosten, sie haben ökologische Kosten. Und von daher muss man auch mit diesem Stoff sehr, sehr vorsichtig umgehen. Und deshalb ist die Notwendigkeit da, immer an erste Stelle auch zu setzen, Energieeffizienz und Energieeinsparungsstrategien. Und dann kommen die erneuerbaren Energien nicht zeitlich, aber sozusagen von der politischen Abfolge. Und ich glaube, dass nur mit diesen drei Strategien es gemeinsam gelingen wird, zu zeigen, aha, Europa schafft es dann durch Kooperation als entwickeltes Gebiet der Erde völlig den Ausstieg aus der Kohle, aus dem Öl, aus dem Gas und hin zu erneuerbaren Energien. Und wenn wir das schaffen, ich glaube, dann kann das mit auch ein guter Anreiz für andere Regionen der Erde sein, diesen Weg auch zu gehen. Vielen Dank, Frau Villagrasa. Es ist schwer, da so ein gutes Abschlusswort zu finden. Ich glaube, wenn ich das, was Europa machen muss, auf nur zwei Dinge beschränken müsste, benennen soll, dann würde ich sagen, Ziele. Bessere Ziele für 2020, neue Ziele 2030, 2040, 2050, um Planungssicherheit zu schaffen. Und zwar für Effizienz, wie Stefan herausgehoben hat, und Erneuerbare. Als zweiten Punkt Kostenwahrheit. Wenn wir das reinkriegen, sei es über einen Emissionshandel und einen Preis auf CO2, sei es durch andere Instrumente wie die CO2-Steuer, sei es aber auch den Großenergieanbietern, die Atomkraftwerke bauen wollen, eben die eigenen Kosten anlasten, sowohl was Risiken angeht, was auch Endlagerung angeht, was auch Investitionskosten angeht, dann werden die Dinger nämlich nicht mehr gebaut. Ja. Die zwei Punkte, Ziele, Kostenwahrheit. Wenn wir die hinkriegen, dann haben wir es gepackt, sonst nicht. Das war unter einer Minute, vielen Dank. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den Referentinnen und Referenten des Panels, bei Ihnen für Ihre Beteiligung, bei den Übersetzerinnen und hoffe, Sie haben Lust weiterzulesen ab Seite 75 in diesem Buch. Ich gebe jetzt nochmal an Rainer, der noch etwas zu den Räumen sagen möchte. Vielen Dank.